Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Momente aus 30 Jahren. Am 20. August 2016 kommt es in Dresden zu einem äußerst brisanten Spiel. Dynamo trifft erstmals in der Vereinsgeschichte auf Rasenballsport Leipzig und das in der ersten Runde des DFB-Pokals. Allen Gelb heißt das Motto der Dynamo-Fans im mit knapp 30.000 Zuschauern ausverkauften Stadion. Alles konzentriert sich seit Wochen in der gesamten sächsischen Landeshauptstadt auf dieses besondere Duell. Nicht bloß Leute in Dresden haben sich darüber unterhalten. Ganz Deutschland hat auch dorthin geschaut, nach Dresden, was bei uns los sein wird. Also, weil das war ja das Spiel der Gegensätze. Stefan Kutschke gehörte in den ersten beiden Zweitligapartien der Saison nicht zu Dynamos Startformation. Gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber bekommt der gebürtige Dresdner von Dynamos Chefcoach Uwe Neuhaus jedoch die Chance, von Anfang an zu spielen. Ja, und dann willst du natürlich auch alle stolz machen und auch glücklich machen. Es geht ja nicht bloß um Verein, um Trainer, sondern um Familie, Freunde. Und ich kann mich noch an die Anfangsworte von meiner Mutter erinnern, wo ich nach Dresden gekommen bin. Enttäuschen Sie auch nicht. Kutschke und seine Kollegen zeigen gegen den Favoriten von Beginn an einen engagierten und hochkonzentrierten Auftritt. Doch die Gäste aus Leipzig gehen früh durch Marcel Sabitzer in Führung, der abgezockt per Kopf in der 15. Minute trifft. Kurz vor der Pause dann der nächste Rückschlag. Manuel Konrad bekommt den Ball im Strafraum gegen den Arm. Elfmeter. Dominik Kaiser erhöht auf 2:0. Die erste Halbzeit war brutal. Da haben sie uns hergespielt, müssen wir ehrlich das sagen. Und dann hieß es, okay, wir können hier nur zeitlich einen Anschlusstreffer, wissen alle, was los ist. Weil jeder, der zu dem Zeitpunkt da war, wusste, was passiert, wenn ein Anschlusstreffer passiert. Und die es noch nicht kannten, ich glaube, die werden es für immer in Erinnerung behalten. Bereits kurz nach Wiederanpfiff ist es soweit, als es bei Marvin Stefaniak an der Strafraumgrenze zum Körperkontakt kommt, zeigt Dr. Felix Brüch sofort zum zweiten Mal auf den Punkt. Dann ging der Ilsanker zu Gulaschi, ja, und hat ihm wahrscheinlich gesagt, ja, Stefan schießt immer links oder hat links geschossen, wo er noch da war. Habe ich mir so gedacht, fuck, was machst du denn jetzt? Ne? Und dann hieß es nur mal Augen zu und durch. Du hörst dann immer, es ist immer das Geile im Stadion, dieses Klacken von dieser Metallleiste und wenn der Ball im Netz einschlägt. And he sends Gulaschi the wrong way. Dresden have a lifeline. Fanatisch angetrieben vom gelben Hexenkessel bleibt Dynamo jetzt weiter konsequent am Drücker. Nicht nur, dass wir uns untereinander angeschaut haben, ja, in dem Spiel. Du hast auf die Tribüne geschaut und dort kam von jedem die Faust und also das keine das ihr weißt, ihr wisst das selber noch, wie das war. So, da war von jedem jetzt erst recht. Nach einem sehenswerten Spielzug kommt der Ball wieder zu Dynamos 1,94 Meter großen Mittelstürmer. Irgendwie angenommen und dann gut mit Schuhgröße 47 oder 46,5 drangehauen. Ne? Also irgendwo hat immer ein Trainer gesagt, nee, mit Vollspann schießen von dort, Innenseite reicht. 2-2, Kutschke grabs the equalizer. Ich glaube, es ist eine Stimmung, wie ich sie, glaube ich, hier noch nie erlebt habe. Also es war die beste Stimmung aller Zeiten. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit wird Stefan Kutschke ausgewechselt und mit stehenden Ovationen vom Dresdner Publikum verabschiedet. Mit seinen beiden Toren hat die SGD einen 0-2 Rückstand gegen den Bundesliga-Aufsteiger egalisiert. In der Verlängerung mobilisieren die Schwarz-Gelben mit dem leidenschaftlichen Rückhalt der Fans noch einmal alle Kraftreserven. Nach 120 Minuten ist klar, der Sieger wird im Elfmeterschießen ermittelt. Alle treffen bis auf Dominik Kaiser. Diesmal hält Marvin Schwebe seinen Elfmeter. Dynamo ist im Vorteil und Ayaz Osman kann wenig später alles klar machen. Ich habe mir so gedacht, wie läuft der denn an? Ja, also so, und auch der Uwe hat dann später mal gesagt, und der Peter, wie der angelaufen ist, das ne, geht gar nicht. Aber gut, der ist dort angelaufen und hat das Ding eingeschweißt. Wahnsinn. Ich habe mir einfach gesagt, schau den jetzt rein, egal wie. Es ist ein unglaublicher Jubel in Dresden, der dem Gefühl der Menschen Ausdruck verleiht, dass an diesem Tag aus emotionaler Sicht mehr als nur ein Fußballspiel gewonnen wurde. Wir haben da im Verein
einen großen Gefallen getan damit und auch Fußball Deutschland, glaube ich. Es war geisteskrank. Stefan Kutschke wird gegen seinen Ex-Club nicht nur zum Man of the Match, sondern von den Fans auch zum Pokalheld der Saison 2016-17 gewählt.